Ja, das Thema Basenkost zur Verbesserung der Stoffwechselsituation ist etwas, was unsere Patienten im Biomedical Center ständig antreffen und was wir im Medical Center regelmäßig alltäglich anbieten und in der Therapie anwenden. Wofür ist die Basenkur denn gut? Letzten Endes ist es so, dass wir mit der normalen Ernährung, dem normalen alltäglichen Leben sehr viel Stoffwechselschlacken ansammeln. Wir leben in einem Zustand sehr schnell, in einem Zustand der Übersäuerung. Wir sammeln saure Valenzen im Gewebe an und dieses wieder loszuwerden ist manchmal nicht leicht. Im Rahmen der vielen Erkrankungen, die wir hier im Biomedical Center behandeln, ist es so, dass die Basenkost ein wirklich wertvoller und integrierter Bestandteil geworden ist, den wir gar nicht mehr missen wollen und gar nicht mehr missen können. Es ist oft wirklich viel einfacher, als man sich vorstellt, eine Nahrungsveränderung, eine Ernährungsveränderung vorzunehmen. Basenkost ist letzten Endes recht einfach. Was ist es? Es geht darum, viel Gemüse zu essen, es geht darum, Säurebringer in der Ernährung aus der Ernährung herauszunehmen und Basenbildner und Basenbringer in die Ernährung hineinzubringen. Dafür haben wir eine kleine Broschüre, die wir mitgeben, die wir besprechen im gemeinsamen Patientengespräch und eben auch Anleitungen, die in dem Blog zu finden sind und Listen über basenbildende und basenbringende Nahrungsmittel und vor allem natürlich Gemüse und Obst. Was sind Basenbringer? Es sind Gemüse, Obst, es ist natürlich auch basisches Wasser mit dem bekannten Inhaltsstoff Natriumhydrogencarbonat, also dem Bicarbonat, was der Gegenspieler zu den Säuren im Stoffwechsel ist. Circa nur 2 bis 3 Wochen ist es erforderlich, um bereits Basenkost zu essen, um bereits wirklich deutliche Veränderungen zu erfahren, sei es an Schmerzen, sei es an Schwellungen, an Entzündungen, an Wassereinlagerungen und einer ganzen Menge anderer Erscheinungen. Auch Allergien lassen sich dadurch sehr leicht, sehr schnell angehen und verbessern. Und es ist wirklich immer wieder verblüffend, wie eindrücklich, wie stark Ernährung Anteil hat an unserer Gesundheit und wie groß der Anteil ist, den man haben kann durch Veränderung der Ernährung, den Weg zur Verbesserung einer Erkrankung.